Das ist Detlef Müller und das Wandern ist seine Lust. Wie praktisch, denn er wohnt mitten im Erzgebirge. Hier gibt es diesen beschaulichen Wanderweg, gut gesichert. Die Kameras drehen sich auch in meine Richtung. Und das war schon ein bisschen unheimlich. Ne? Man ist in der freien Natur und hat dann das Gefühl, man wird beobachtet. Natürlich, von Vögeln, Rehen und Kameras. Die bewachen eine Baustelle für eine Gaspipeline. Trotzdem kann man hier prima entlang gehen. Was soll das denn? Gehen. Entlang gehen. Achtung, Achtung, hier spricht Bauwatch. Verlassen Sie bitte den wiederüberwachten Bereich oder wir alarmieren die Polizei. Genau, denn Bauwatch, die Baustellenretter, bemerken jedes abnormale Verhalten. Auch im hübschen Gartengrundstück von Wolfgang Plewahn und seinen Freunden. Dort pflegen die risikobereiten Rentner eine fragwürdige Freizeitbeschäftigung. Sitzen und plaudern. Verdammt verdächtig. Auf einmal ging eine Sprache los. Lassen Sie das sein, verlassen Sie das oder wir rufen die Polizei. Und da haben wir uns erst mal untereinander dumm angeguckt. Was war denn das? Na, das ansprechende Überwachungssystem vom Feld nebenan. Ist doch beinahe, als wenn wir hier von Wanzen belauscht werden. Na? Ach Quatsch, nicht von Wanzen, von Kameras. Okay, vielleicht war das eloquente System ein bisschen zu ehrgeizig. Deswegen hat die Überwachungsfirma die Software inzwischen repariert. Ich komme mir immer noch vor wie in einem falschen Film. Nee, im richtigen Film sind ja auch Kameras. Auch wenn das Planfeststellungsverfahren gar nicht fertig ist und hier deswegen noch lange nicht gebaut wird. Aber wie heißt es so schön im Ex-Stasiland? Achtung, Achtung, hier spricht Bauwatch. Im Osten nichts Neues.